Soon. Ach, das Soon, okay. Da können meine prophetischen Träume orakeln, bis sie schwarz werden. Ich werde niemals einen Schnauzer tragen. Hallo, Fremder. Neu in der Stadt? Aber Rufus, ich komme doch jedes Jahr zum Grill-Donnerstagsfest. Richtig. Und dein Name war? Soon, amtierender Grill-Champion aus Sierra Benzole. Sierra Benzole? Ich dachte immer, der Ort hat nur 3 Einwohner. Was nicht heißt, dass der Titel nichts wert ist. Fuego und Petrol sind nämlich auch sehr geschickt im Umgang mit Brennspiritus. Schade, dass sie dieses Jahr nicht antreten können. Lass mich raten. Ein Arbeitsunfall? Sagen wir einfach, sie hätten das Chewabchichi mit mehr Che und deutlich weniger Shishi machen sollen. Jo. Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Natürlich. Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Zum Protzen, dachte ich. Ja, das auch. Aber die Elefantenjagd hat bei uns große Tradition. Sie geht zurück auf die Tage, da Halligall und Hunikus gleichzeitig auf die Idee kamen, über die Amalgaten zu reiten. Ich dachte, sie hätten dort nur Füllungen für die Stoßzähne gesucht. Was das Aufeinandertreffen der Heere nicht weniger blutig gemacht haben dürfte. Du weißt ja, nichts ist gefährlicher als ein Elefant mit Zahnschmerzen. Nein, nichts ist gefährlicher. Es gibt hier einen Elefanten in der Gegend. Ha, das glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Nun, er ist sehr gut darin, sich zu verstecken. Nicht gerade typisch für einen Elefanten. Sicher, dass du kein Wombat oder Murmeltier meinst? Ich glaube, ich würde den Unterschied erkennen, ja. Das haben schon viele geglaubt. Und am Ende muss man sie mit Wombatbissen aus dem Zirkus abholen. Ah, armer Onkel Diego. Es gibt hier wirklich einen Elefanten. Das solltest du den Profi beurteilen lassen. Ich bin Profi. Vielleicht darin, zu behaupten, irgendwas zu sein, was du nicht bist. Aber bestimmt nicht für die Elefantenjagd. Oder hast du etwa ein Jagddiplom? Pah, nur Anfänger brauchen ein dämliches Diplom. Genau, weil Profis bereits eins haben. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein. Die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten oder Ratten. Dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Jo. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Ja. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Okay, wir brauchen ein Jagddiplom. Was gibt's denn Leckeres? Was schon? Grill-Donnerstag ist Murmeltiertag. War nicht Randale-Montag immer Murmeltiertag? Nein. Grill-Donnerstag. Ganz sicher. Ich passe trotzdem. Ich stehe nicht so auf aufgewärmte Plot-Idee Murmeltiere. Okay. Was soll der Quatsch mit dem Licht und den Grillen? Das nennt man Grill-Donnerstag. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor. Definitiv nicht. Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Okay, was haben wir hier? Soon, immer noch Soon, okay. Da haben wir eine Wumme, okay. Hier haben wir die Band. Haben wir... Baumelmütze oder so? Irgendwas? Was wir so einsammeln können? Wäre ganz cool. Ein Teppich, schade. Ich dachte, den kann man einsammeln. Okay. Was ist los? Warum spielt ihr nicht? Wir kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht können wir die Noten nicht lesen. Warum spielt ihr da nicht etwas, das ihr auswendig könnt? Eine Nummer würde mir da schon einfallen. Unser Hit. Rudis Zahn-OP ging schief. Oh, bitte nicht. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Hey, das spielt es doch. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi, Rudi,
Oh, bitte Rudi, nicht. Rudi. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey, ihr denkt wohl, ich habe Kartoffeln auf den Ohren. Manno. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur. Ich bin Mensch. Oh, viel zu die Profi dazu. Da braucht viel leider und die. Ist okay. Hä? Ey, das jetzt aber ist Flaschenbürste. Mann, ich will die haben. Verdammt. Okay, ich brauche dafür irgendwas anderes. Ist das jetzt deren Ernst, ey? Ich bin nicht mal ganz draußen. Ich geh weg hier. Nö. Von wo komme ich jetzt? Von da komme ich wahrscheinlich. Okay. Das ist Wenzel. Okay, haben wir hier... Das ist ein... Ne, das ist eine Folienkartoffel. Schade. Ich dachte gerade, das ist irgendwie ein Ei oder so. Honigspender. Aha. Grill. Out! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Dafür haben wir leider nichts. Okay. Kartoffelhalbiermaschine. Bringt mir nichts, wenn wir keine Kartoffel haben. Grill Wenzel. Das ist entweder mein alter Sidekick Wenzel oder eine sprechende Kürbislaterne. Wenzel, bist du das? Ich hatte dich doch glatt für eine Kürbislaterne gehalten. Sehr lustig. Aber schön zu sehen, dass du dich doch entschieden hast, am Grill-Donnerstagsfest teilzunehmen. Ein Dreck hab ich. Ich bin nur hier, um Toni abzuholen. Ach ja, der Ballon. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich weiß, eine Woche mit ihr auf engstem Raum, das grenzt an Selbstmord. Aber es wäre bestimmt nicht gut für unsere Beziehung, wenn ich den Planeten ohne sie verlassen würde. Ich meinte doch, ja. Ob du dir sicher bist, die Sache überhaupt durchzuziehen. Ihr hattet euch schon mal getrennt. Wenn dein Plan wieder schief geht, könnte diesmal mehr in die Brüche gehen als nur das Höhenruder oder dein Nasenbein oder das Dach vom Kindergarten. Mach dir mal keine Sorgen, kleiner Mann. Diesmal habe ich an alles gedacht. Ein Höhenruder habe ich zum Beispiel gar nicht erst eingebaut. Toni vertraut mir. Und da hat sie ja auch recht. Du wirst schon sehen. Denke ich auch, Rattenjunge. Der arme Rattenjunge kann sich nicht mal richtige Kleidung leisten. Meine Eltern sagen, Basalt sei die Trendfarbe der kommenden Herbstsaison. So tapfer. Okay. Ich heiße Leonardo Alfonso Miguel Garcia de... Na, macht ja nichts. Rattenjunge, passt doch. Den anderen Quatsch kann sich ja eh keiner merken. Quatsch? Mein Name wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Ratatatatat. Rattenjunge ist am Start. Warum sind alle so gemein zu mir? Oh, darfst du nicht mit den anderen Ratten spielen? Wenn sie das Faulobstspiel meinen, ich würde wirklich gern. Aber ich bin noch zu jung. Das stimmt, Rufus. Faulobst legen dürfen nur Erwachsene spielen. Bin ich in ein Grillnest getreten? Andauernd höre ich dieses Zirpen aus meiner Knöchelregion. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Hey. Das reinste Faulspiel. Hey, Wenzel. Hey, Rufo. Lust auf eine Partie Faulobst legen? Ja, okay. Oh Gott, hier ist das viel Text. Ach, Wenzel. Schön, dich wiederzusehen. Aber Rufus, wir haben uns doch gestern erst getroffen. Du wolltest dir eine Trittleiter ausleihen. Am Ende hast du aber meinen Kopf benutzt. Meine kleine Verwechslung. Immer machst du dich über meine Größe lustig. Man muss sich eben auch über die kleinen Dinge im Leben freuen. Okay, der ist gut. Der ist echt gut. Hier hast du doch den Job in der Klärgrube angenommen. Gut so. Ein Mann muss wissen, wo sein Platz ist. Hä? Wie kommst du denn darauf? Der Klärwasserbottich, der Geruch, deine generelle Veranlagung. Ich habe einfach eins und eins zusammengezählt. Das ist kein Klärwasser. Der Bottich gehört zum lustigen Faulobstlegen. Ein Spiel mit einer jahrzehntelangen Tradition. Ihr hättet wenigstens mal das Wasser wechseln können. Wo kommt der Typ her? Stand da eben auch schon? Du wirst nicht glauben, was mir heute schon alles passiert ist. Lass mich raten.
Du hast versucht, nach Elysium zu kommen, bist irgendwo runtergefallen und hast dir den Kopf angestoßen. Falsch. Ich hatte einen visionären Traum von der Zukunft. Dann ist mir ein zauseliger Typ mit einer Zeitmaschine begegnet. Und jetzt werde ich von einem rosa Elefanten terrorisiert. Das klingt aufregend. Aber vielleicht sollten wir die Theorie mit dem gestoßenen Kopf noch nicht komplett verwerfen. Ich glaube, so will ich auch antworten, Obst legen. Das klingt aber gar nicht lustig. Eher so, als sollte da jemand ein dickes Buch mit aufs Klo nehmen. Es ist ganz einfach. Jeder Spieler versucht als erstes, drei Früchte seiner Sorte in eine Reihe zu legen. Ohne Handschuhe? Da bekommt man ja schon Pusteln vom Hinsehen. Ja, das größere Problem sind die Ratten. Die Viecher sind einfach verrückt nach dem Faulobst. Igittigit, warum sollte irgendjemand da mitspielen? Weil der Gewinner ein kaum gebrauchtes Kleinwildjäger-Diplom aus dem Nachlass des Vorjahres-Champions erhält. Darum ist das Spiel auch ab 18. Naja... Und weil jeder Teilnehmer automatisch an der Erwachsenen-Tombola teilnimmt. Und am Infektionskrankheiten-Roulette. Na dann, lass uns spielen. Ja, ich will dieses Diplom. Ach ja, da war ja was. Naja, ich dachte... Warum kann der Rattenjunge nicht mitspielen? Weil er noch zu klein ist, sprach der Gartenzwerg. Ich dachte, Wenzel spielt jetzt mit mir. Oh Mann, Was ist das denn für ein Typ? Kann ich den... Wieso kann ich den nicht... Nein! Nein, komm zurück, Rufus! Oh Mann. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal dort lang. So. Dann erklär's mir einfach nochmal. Was genau willst du von diesem Idioten? Rufus, das ist doch kein Mann für dich. Ist er überhaupt ein Mann? Versager, das trifft es eher. Halt den Rand, Lotto. Er hat keinen Job, keine Manieren. Und das Größte von all den Sachen, die er nicht hat, eine Zukunft. Ich warne dich, Lotto. Rede nicht so über meinen Freund. Ach, komm schon, Toni. Vertraust du diesem Tunichtgut etwa? Du hast Toni gehört, Lotto. Lass sie in Ruhe. Nein, ich möchte das jetzt wissen. Glaubst du wirklich, dass ihr euch beide nach Elysium bringen kann? Da lachen doch die Wumperts. Zum letzten Mal, Lotto. Halt deinen Rand. Du könntest jeden haben, Toni. Wenn du nur einmal die Augen aufmachen würdest, würdest du es sehen. Hier sitzt ein richtiger Mann. Leo. Bitte. Alles klar. Ein männlicher, bärtiger Mann. Die Möbel sind gerade erst neu. Wie wär's? Möchtest du meinen Bart mal anfassen? Na, knickknack? Eigenartig. Ich habe so ein Ziehen im Bein. Ob da wohl ein Gewitter im Anzug ist? So ähnlich. Lotto, wie siehst du denn aus? Du kannst mich... Du kannst mich ab jetzt Lotti nennen. Was? Okay. Ja, GG. So ist also Lotti entstanden. Okay. Alles klar. Achso, wir müssen nur Hüte finden. Und keine Baumwollmütze. Also. Okay, nur Hüte. Okay, alles klar. Hey, Lotto. Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein. Oh. Entschuldigung. Es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, Ofazzo. Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas?
etwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus, wo schaust du mir denn hin? Das geziemt sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut! Alles klar! Fällt dir noch was auf? Du hast zu haarige Beine. Schockschwere Not! Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Aua! Aha. Verflucht tut das weh! Gut so, halt durch! Alles klar! Verdammt, ich sterbe! Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Das zieht aber. Heulsuse. Fällt dir noch was auf? Okay. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Okay. Otto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Deine Stimme ist zu maskulin. Wessen Stimme ist zu maskulin? Sagte ich maskulin? Walkürenhaft, das wollte ich sagen. Besser. Okay. Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Wir könnten shoppen gehen. Du probierst zu fetziger Musik verschiedene Kleider an und ich stehe vor der Umkleidekabine und mache vielsagende Gesichtsausdrücke. So. Oder so. Oder so. Zum Schluss. Dann in einen Beauty-Salon. Und... Stopp, stopp, stopp! Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Enthusiasmus bremsen muss. Aber nur weil ich jetzt eine Lady bin... Heißt das noch lange nicht, dass ich mich gleich in die nächsten Rollenklischees eingliedern will? Eine Verwandlung ist mehr als genug für einen Tag. Och, Menno. Geil. Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur! Mann, mein Stuhl ist gerade nicht so bequem irgendwie. So. Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme als mit diesem stumpfen Mistding. Ich bring dir eine Kettensäge, wenn du willst. Wer hat dir das nur angetan? Wieso angetan? Ich fühle mich regelrecht befreit. Als wäre ich jahrelang in einem riesigen Kokon gefangen gewesen, um nun endlich wiedergeboren zu werden als wunderschöner... Walfisch. Schmetterling! Meine ich doch. Als wunderschöner Walfisch. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, ne Frau. Tüdelü. Tüdelü. Ja, mein Bügel bekommen, okay, das ist ja mal mega geil, Alter. So ist Lotti also entstanden, oh, ist das gut. Dartpfeil wollte ich eben schon mitnehmen, unbedingt. Weil ich mir so dachte, der Typ hat da keine Pfeile mehr, also der eine da. Strohhalm, will ich auch haben? Bart nehme ich gern mit, okay. Strohhalm. Das Glas auch. Ach, das können wir für die Eiswürfel benutzen, ne? Stimmt. Kuhschild. Das lasse ich lieber hier. Was? Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Doch. Okay, reden wir mal erst mit Lonzo und dann mit Tony. Rufus. Hey, Lonzo. Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues. Etwas anderes. Yeah. Etwas Aufregendes. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer. Blöre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Aber da mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. Okay. Huhu, Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat.
Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment, du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Boah. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Ein Stück. Oder in die Brüche gegangen? Ja. Zwei von drei. Deutlich besser als erwartet. Okay. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Nein! Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihm was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Scheiße. Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus. Das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Naja, du wirst sie kaputt machen. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden? Nee. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. So wie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger, lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich.